MLGs. Nein! Eskalationen. Warum hast du das getan? Mir war Elvedica XD. Sehr viel Geschrei. Mann! Mehr Arbeit als Leben, weil kein Leben, versteht ihr? Nein? Okay. Eine Legende auf YouTube, sei es durch seine aufgedrehten und geilen Videos von damals oder durch seine Abwesenheit seit nun 3 Jahren. I guess we'll never know. Doch was ist passiert? Wo ist Nebelnie? Was macht er? Wie geht es ihm? Das und vieles mehr genau hier. Liked und folgt mir für mehr. Schule abgebrochen für YouTube. Ja, Nebelnie aka kein Leben. Für die Hänger da draußen. Kein Leben heißt rückwärts Nebelnie. Brach die Schule für YouTube ab. Warum ist das wichtig? Naja, es war der Anfang vom Ende. Nebelnie war ein Nerd wie im Bilderbuch. Er ging nur raus, um in die Schule zu gehen, machte Edits, trollte nur rum, hackte im Ballerspielen und saß den ganzen Tag vor dem PC. Doch das ganze PC-Gehocke in Kombination mit der Disziplin, die er aufweisen konnte, sollte sich bezahlt machen. Für diesen Erfolg gibt es den Win der Woche. Krasse Schnitte waren das Resultat. Er fing an, mehrere Stunden am Tag zu schneiden, 20 Stunden teilweise an einem Tag, und er generierte mehrere hunderttausende Aufrufe. Doch dann ging er in die Lehre. Wo ist er hin? Naja, er war krank. Da ist er hin. Er war richtig krank. Nebelnie hatte mehrere Probleme gehabt. Und zwar Burnout, Depressionen, Augenzucken bzw. Augenschmerzen, Skoliose und Schlafprobleme. Wie kam es dazu? Wie gesagt, er hatte die Schule abgebrochen, um sich YouTube zu widmen. Er verlor dadurch seinen Freundeskreis und den einzigen Grund, um rauszugehen. Er blieb lange allein daheim und hatte nichts anderes gemacht, außer zu schneiden. Nicht nur das, er litt auch unter Panikattacken und Haarausfall. All diese Probleme sorgten dafür, dass Karl vorerst eine Pause machen musste. Nicht nur das, er wurde auch von dem Schlagersänger Gigi Anderson angezeigt. Gigi Anderson hat mich angezeigt. Ja, ich mein's ernst. Der Gigi Anderson hat mich angezeigt. Was ihn zusätzlich belastete. Doch dann sah man ihn auf Twitch. Beziehungsweise ich sah ihn auf TikTok, da ich einen Ausschnitt gesehen habe. Er streamte für eine Zeit, da es für ihn einfach angenehmer ist und er mehr Spaß daran hatte. Sein Content ist zum Teil auf Englisch und macht dabei GTA-Roleplays. Aber um ehrlich zu sein, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Als ich den Ausschnitt zum ersten Mal sah, dachte ich mir, warum ein Mathelehrer das streamt. Auch an der Stelle kein böses Blut, war halt nur mein erster Eindruck. Und man hat ihn seitdem nie wieder gesehen. Naja, außer auf Twitter, als er am 2.1. das hier geschrieben hat. Damn. Pass. Who's this guy? That's a smash. He's cute.